Heute gibt's was aus unserer Küche zu sehen. Das sind jetzt so die letzten Bohnen aus dem Garten von Oma. Und die schön noch grünen, die werden einfach die Spitzen abgemacht. Und die schon trocknen, werden dann ausgepellt und kommen dann so noch mit dabei. Die Zwiebeln kommen in den Topf mit vorgewärmtem Öl. So, Möhren rein. Jetzt kommen die Bohnen rein. Man braucht kein Wasser hinzufügen. Die lassen selber genug Wasser. Etwas edelsüße Paprika. Darf aber nicht verbrennen. Muss gleich umgerührt werden, damit sie die Würze entfällt. So, jetzt wird gesalzen. Kräftig ein paar Prisen Salz dazu, nochmal umgerührt und Deckel drauf und schmoren. Und eine Dose, was auch immer, gehackte Tomaten kommen da rein. Und nebenbei gibt es hier Zucchini-Scheiben mit Ei und Mehl von Spagnade, werden so wie vegetarische Burger gebacken. Und gleich sind sie fertig. So, am Ende kommt noch deftig Knoblauch rein, gequetscht, und ich sag mal, so häuslich gemachte Baked Beans, nicht Baked Beans, was auch immer, ist sicherlich eine tolle Sache. Und dazu kommen jetzt noch Dillspitzen, ein bisschen ziehen lassen, fertig. Umrühren. Servieren. Hier tue ich auch mal den Topf gucken, gell? Ja. Das ist so Polenta mit Schafskäse. Und dann guten Appetit.